Moin Moin. Ja, heute mal ein bisschen was anderes. Ich habe heute einen Dreierpack mit, einen Dreier-Rucksackpack, 3-in-1 quasi, weil ich möchte euch einfach mal die Unterschiede zeigen zwischen dem Direct Action Ghost, dem Dragon Egg und dem Dust. Ja, wenn ihr darauf Bock habt, dann bleibt mal einfach dran, zieht euch das Intro rein und bis gleich. Jetzt bei den ersten richtigen Frühlingssonnenstrahlen ist es gar nicht so einfach, einen geeigneten Platz zu finden. Entweder zu viel Schatten oder ich sehe selber nichts, weil mich die Sonne blendet. Ich hoffe, hier geht es einigermaßen. Lautstärke-Kulisse, ihr hört selber, die Vögelchen, die geben alles, die freuen sich genauso wie ich über die Sonne. Es sollen heute 20 Grad werden. Es läuft. Ja, um diese drei Schätzchen soll es heute gehen. Wir haben hier den Ghost, das Dragon Egg und den Dust von der Firma Direct Action. Das soll keine direkte Werbung sein oder sonstiges. Einfach nur mal, ja, falls meine Liebsten sind. Den hatte ich ja schon mal, dann war eine Zeit lang weg und er ist wieder bei mir. Ja, und immer wieder hört man ja, wo ist der Unterschied zu dem und zu dem und zu dem. Und darum mache ich das Video ganz einfach mal. Jetzt erst einmal zu dem Wichtigsten, was für die meisten mit am wichtigsten ist, die Literzahl, was packt der Rucksack ungefähr. Der kleinste der Serie, der Dust, hat 20 Liter. Die 20 Liter sind vollkommen ausreichend für normale kleine Wanderungen, für kleine Tagesausflüge, wenn man nicht allzu viel mithaben will. Das ist mein Rucksack für den Sommer, wenn ich kein Poncho und nichts mitbrauche, nur etwas zu trinken, ein bisschen was zum Kaffee kochen, vielleicht ein bisschen was zum Knabbern. Dann ist das meine erste Wahl. Das Dragon Egg hat 25 Liter, ist somit eigentlich ein Allrounder für mich. Ja, ein bisschen mehr Platz ist ja oft nie verkehrt, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, wie ist das Wetter, hält sich das Wetter, soll ich noch extra Klamotten mitnehmen, dann ist das meine erste Wahl. Ja, und der größte der Familie ist der Dust. Im Hauptfach hat er 28 Liter und hier vorne ist er nochmal so eine aufgesetzte Tasche, welche man normalerweise leicht abnehmen kann, weil hier so ein Expander-Gummi normalerweise drin ist. Ich habe aber mit der vorne ein Molle-System das Ding komplett an der Rucksack richtig festgemacht. Ja, und da sind halt nochmal 3,5 Liter Fassungsvolumen drin. Also insgesamt, Pi mal Daumen, 31,5 Liter hat der Ghost. Ihr seht schon mal so, die Größenunterschiede sind doch immens, vor allen Dingen von dem Dust zum Ghost. Ja, und das ist wirklich so das Verbindungsstück, das Dragon Egg. Kommen wir mal zu dem, was ich bei dieser Linie total genial finde. Und das sind die Admin-Fächer. Bei dem Ghost befindet sich ja in der großen Tasche. Hat hier vorne noch nicht ein riesengroßes Fach. Und dann machen wir erstmal das Admin-Fach auf. So. Ach, was soll der Geiz? Machen wir gleich bei allen auf. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Wo
ist der Reißverschluss hin? Der Reißverschluss ist weg. So, und ich hoffe, man kann es schon einigermaßen erkennen, auch auf die Entfernung. Die sind bis auf die Größe ziemlich identisch. Wir haben überall an so einem Fach, wo ich zum Beispiel mein, jetzt kommt es, mein Meldenblock rein tue. Hier. Dann haben wir bei dem Ghost haben wir 1, 2, 3, 4 Stiftfächer oder für den großen Feuerstahl oder was auch immer. Bei dem Dragon Egg sowie beim Dust sind es jeweils 3. Dann haben wir bei dem Dragon Egg und bei dem Ghost hier noch so ein Fach, was mit so einer Klettschlaufe gesichert werden kann. Soll wohl im militärischen Bereich für Funkgeräte oder sonstiges sein. Haben wir bei dem Dust nicht. Was ich beim Dust aber total klasse finde, ist sind hier diese Expander-Schlaufen für Taschenlampe oder sonstiges Geraffel. Wir haben jeweils noch beim Ghost und beim Dragon Egg so eine schöne kleine Mesh-Tasche. Ich packe da ganz gerne so ein bisschen Erste-Hilfe-Zeug rein. Bei dem Dust ist hier unten nur so eine Mesh-Tasche, die mit Klett gesichert ist. Was sie alle wieder gemeinsam haben, die haben oben noch Fächer, wo man was reinpacken kann. Beim Dust sind es 2 und bei den anderen jeweils eine sehr große. Im Frontbereich haben wir bei dem Dust dieses Fach, welches mit einer Klarsichtfolie abgedeckt ist. Eignet sich wunderbar, um Kartenmaterial reinzupacken, sodass auch der Mitwanderer, Mitläufer, wie auch immer, wenn man was nachgucken will, nur eben kurz das Fach hinten aufmachen braucht. Und der Vordermann braucht den Rucksack nicht abnehmen. Klappt den runter, guckt auf die Karte drauf und man weiß, wo es weitergeht. Die anderen beiden haben jeweils eine Mesh-Tasche vorne noch drin. Beim Ghost dementsprechend sehr groß. Und beim Dragon Egg halt ein bisschen kleiner. Wie soll es auch anders sein? Ja. So. Auf die ganzen extra Verschlüsse gehe ich mal nicht drauf ein. Habe ich ja schon in anderen Videos da mal erklärt. Soll ja nur um die Unterschiede gehen. So. Was die beiden zu dem auch unterscheidet, die haben jeweils hier oben so eine kleine Tasche, die mit Vlies ausgestattet ist. Der hier auch. Hat dieser leider nicht. Was dieser rum wieder hat, ist hier an der Seite nochmal so ein Reißverschluss. Oh, ist schon auf. Wo man irgendwas reinpacken kann. Ich packe da mal ein Schema rein zum Beispiel. Dreht nicht großartig auf, hat man schnell griffbereit, läuft. Noch ein Unterschied, das Dragon Egg hat hier noch solche Extraschlaufen dran, was die anderen beiden nicht haben. Finde ich schick. Ob die praktisch sind, weiß ich nicht, ich habe da jetzt einfach hier so einen Karabiner drin. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es schick. Was alle drei gleich haben, was ich einfach nur mega genial finde, ist, sind ja diese Seitentaschen auf beiden Seiten, die man noch per Reißverschluss noch vergrößern kann, wo wirklich alle gängigen Trinkflaschen reinpassen. Ob das diese US-Feldflasche ist, ob das von Nalgene, Clean Canteen, was weiß ich, was da alles gibt, irgendwelche Flaschen, die passen da alle super rein. Haben auch einigermaßen guten Halt. Finde ich genial. Ist auf beiden Seiten. Beim Hauptfach, da gibt es auch kleinen, aber feinen Unterschied. Abgesehen von der Größe natürlich. Was die alle drei gleich haben, ist innen nochmal eine Mesh-Tasche. Das muss bekannt sein, gibt nicht viel zu zeigen. Bei dem Dust ist dieses Fach, wo man auch Trinkblasen reinmachen kann, richtig schön dick gepolstert. Das heißt, es eignet sich wunderbar, um da einen Laptop reinzupacken oder sonstige Sachen, die ein bisschen geschützt werden müssen, weil es auch eine richtig schöne Polsterung vorhanden. Bei den anderen haben wir einfach diese Gewebefolie, wie man sie auch immer nennen möchte, mit Gummiband ein bisschen gesichert. Ja, aber dahinter ist auch ein bisschen Polsterung, also wenn man was reinpacken möchte,
kann man es beruhigt tun. Aber ist halt bei dem Dust besonders klasse. Noch ein Unterschied. Guck, da kommen die Stöcker schon mit. Beim Ghost sowie beim Dragon Egg kann man das Fach hier noch öffnen. Großflächig mit Reißverschluss. Und kann da halt noch wunderbar was reinpacken. Beim Dragon Egg hat man hier halt nochmal so eine gepolsterte Tasche für Laptop und so weiter. Hat der Dust nicht. Was der Dust wohl hat, ist hier oben so eine Klettfläche, sodass man hier noch irgendwas reinpacken kann, sei es ein Regenschutz oder was auch immer. Ja, wo wir schon mal hinten sind, zum, wie ich finde, auch mit wesentlichen Unterschied, sind die Tragegurte. Die Tragegurte bei dem Ghost und bei dem Dust sind identisch, sind sehr bequeme, relativ breite Gurte, die aber nicht allzu dick sind. Als ich mich mit Rucksäcken so befasst hatte, dachte ich zuerst, so dünn, ob das bequem ist. Ich finde es total super. Ich finde es so an sich zum längeren Tragen fast angenehmer, vor allem im Sommer, als die dicke Polsterten, wie es bei dem Dragon Egg der Fall ist. Die sind so, wie man es kennt, dicke Polster von den meisten Rucksäcken, sind aber auch ergonomisch geformt. Von daher auch klasse. Ein weiterer Unterschied. Diese beiden Rucksäcke werden mit so einem ganz normalen Tragegurt, Beckengurt geliefert, den man hier durchfädeln kann. Bei dieser Größe brauche ich nicht, habe ich daher abgemacht. Bei dem Ghost haben wir einen richtig schönen breiten Beckengurt, der auch richtig schön stabil ist und einfach klasse funktioniert. Wenn man den nicht braucht, kann man den auch einfach hier am Klett lösen innen drin, kann man den rausziehen, dann nimmt man ihn halt nicht mit. Aber bei der Größe, wenn man den Rucksack vollpackt, dann darf man diesen Beckengurt ruhig benutzen. Vor allen Dingen, weil der wirklich einfach klasse funktioniert. Ja, welchen Unterschied haben wir noch? Wie man vielleicht sieht von den Patchflächen her. Wir haben beim Dust und beim Dragon Egg haben wir einfach nur oben eine Patchfläche. Bei dem Ghost haben wir zwei Patchflächen. Einmal am Hauptteil eine. Und am Admin-Teil haben wir noch eine größere. Sollte man das Teil abnehmen, ist es halt genauso wie bei den anderen. Ja. Das soll es gewesen sein zu meinen drei Schätzchen. Wie gesagt, das sind meine drei Liebsten. Ich wollte es unbedingt wieder alle drei zusammen haben. Ob man es unbedingt braucht, ist die. Okay, ich schlafe. Ist die zweite Frage. Ich wollte es einfach haben. Ich wechsle auch ganz gerne mal. Ja. Habt ihr auch so ein Spleen, dass ihr von irgendwelchen Rucksäcken, Taschen so eine Serie unbedingt zusammen haben wollt? Wenn ja, schreibt es doch einfach drunter oder wie auch immer. Ganz kurz nochmal zu den Farben, die ihr hier seht. Hier haben wir Oliv, Pencott Badlands und Pencott Green Zone. Irgendwie fragt, welches davon ist meine liebste Farbe? Eindeutig Pencott Badlands. Finde ich, passt sich bei uns in der Umgebung mit am besten ein und finde ich irgendwie am schönsten. Aber ist ja auch persönliche Geschmackssache. Ja, das war's. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alter Mann, und die Knochen. Ah, geht wieder nicht. Scheiße, muss ich aufstehen. Wieder ganz schön stümperhaft.